So, falls der andere ein oder andere jetzt ein Déjà-vu hat mit, hey, das hat er doch alles schon mal gemacht. Ja, das haben wir alle schon mal gemacht. Und zwar am Anfang der letzten Folge. Na gut. Oh, haben wir das letzte Mal auch gedrückt? Ah, stimmt, da war der Teleporter. Gut. Also, hier waren überall Mana-Tränke. Irgendwo war noch eine Illusionswand mit der Kiste. Genau, hier waren drei Heiltränke drin. Dann wollten wir jetzt zurück und zwar in diesen Thronsaal, der so komisch konstruiert war. Da waren jede Menge Goblins drin, die verdreschen wir gleich und schnappen uns die Drachenschuppenrüstung. Und dann sterben wir diesmal bitte, bitte nicht an irgend so einer dummen Falle. Da ging es hoch, da wollen wir nicht lang. Hier rum. Und dann nach Westen war das irgendwo. Ja. Dem Straßenverlauf folgend nach Westen. Genau, durch die Illusionswand durch. Ach ja. Also ja, ich sollte mir echt einen Zettel an den Bildschirm machen. Speichere alle 5 Minuten ab oder so. Oder einfach eher darauf achten, wie viele Lebenspunkte man hat. Weil wir hatten, glaube ich, nur noch so ein Viertel oder dergleichen, als wir da rumgeturnt sind. Und einfach nach jedem Kampf hochheilen, wenn man unter der Hälfte ist, wäre, glaube ich, eine gute Maßnahme. Denn wenn man dann in so eine Falle reintappt, ist es halt nicht ganz so schlimm. Vor allem ist meine erste Reaktion ja auch Panik. So, ach du Scheiße, ich laufe gerade in Stacheln rein, drück mal wild auf den Pfeiltasten rum. Und da bei diesem Spiel alle Bewegungen abgespeichert werden, auch wenn man sie gerade nicht ausführen kann, macht er dann erst die erzwungene Bewegung, also die Falle einem vorschreibt, und danach die eigene Bewegung. Wodurch man dann, oh, ich rede wieder schon zu viel. Wodurch man dann nochmal in die Falle reintapst. Also jedenfalls meistens. So, bist du bald mal tot? Nein, bist du nicht. Hatten wir das letzte Mal auch so viel Probleme mit denen? Ich glaube nicht. Also die eine Kröte haben wir natürlich ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Na gut, kann man nicht ändern. Wir wollen jetzt in den Thronsaal. Hier rum und gleich irgendwo links war das. Dann kamen ganz viele Goblins. Genau, komm her, dann kriegst du Prügel. Und er läuft rückwärts weg. Das sind Goblins. Wie sie im Buche stehen. So, stirb endlich. Du machst viel zu viel Schaden. Wir treffen dich nicht. Was soll der Mist? Hier so ein Zauberer zu sein, wäre bestimmt ganz schick mit irgendwelchen Flächenzaubern. Einmal den ganzen Thronsaal durchbrennen. Wo wir jetzt gerade am Töten sind und damit wahrscheinlich auch die nächsten paar Minuten verbringen werden, können wir uns ja schon überlegen im Hinterköpfchen, ob wir das mit den zwei Blöcken irgendwie umgehen können. Denn diese zwei Zauberblöcke würde ich ungern verbrauchen, wenn man es dann nicht machen muss. Was für Alternativen haben wir? Also Steine drauflegen hat nichts gebracht, jedenfalls einer nicht. Aber das mit dem Gewicht zusammenhängen könnte, habe ich ja einfach mal den Magiesack draufgelegt und der wiegt irgendwie 40 oder 50. Also das Äquivalent zu 10, 15 Steinblöcken von den dicken. Also mit Gewicht wird man die nicht auslösen können. Die kann man also nur auslösen mit sich selbst. Und sobald man runtergeht, ist es weg. Oder mit Steinblöcken, die man raufschiebt bzw. raufzaubert. Kann man vielleicht die Statuen hier bewegen? Das wäre ganz praktisch. Ein edler Schlammraucher. Ein edler Schlammlaucher. Im Kampf gefallen. Also das ist so eine Art Ahnenstatuen von Verstorbenen. Na gut, ist mir ziemlich egal, was es ist, solange ich es verschieben kann, aber das hat nicht so den Anschein, als wenn wir das da wegziehen könnten. Weil eigentlich müssen hier die Designer dafür Sorge tragen, dass in, nein, 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 nein. Dass in jedem Dungeon, wo solche Rätsel sind, auch die Möglichkeit ist, das Rätsel zu bestehen.
Also entweder irgendwelche Blöcke platzieren oder halt diese kleinen Zauberblöcke. Weil sonst kann man sich ja so sehr verbauen, dass man gar nicht daran kommt. Obwohl das in diesem Fall jetzt ja nicht spielbrechend wäre. Es wäre nur schade, weil die Rüstung dann nicht zu erreichen wäre. Ach ja, noch ein edler Schlammlaurer. Gibt ganz schön viele edle Schlammlaurer. Also ja, mir ist nichts eingefallen. Also wir werden die Blöcke wohl oder... Och nö, keine Magie mehr. Ja, diesmal ist es definitiv schlechter gelaufen als beim ersten Versuch. Heilung. Stirb, stirb, stirb. So, einer ist hier noch irgendwo rumgegeistert. Aber das soll jetzt erstmal egal sein. Können wir da vielleicht irgendwo irgendwas? Nö. Es könnte ja sein, dass eine von den Statuen irgendwas Besonderes hat. Aber schaut nicht wirklich so aus. So, gucken wir uns die Statue noch an. Nö, ein edler Schlammlaurer. Oh, hier sind noch eine Menge mehr. Noch mehr Mana-Tränke verbrauchen. Es läuft definitiv wesentlich schlechter als letztes Mal. Ah, da fällt mir auf, ich laufe auch die ganze Zeit ohne Schild rum. So, ganz nebenbei. Zack. So. Du stirbst jetzt noch, dann verbrauchen wir unsere beiden Steinblöcke. Und plündern alle drei Kisten. Also ich glaube zumindest, es waren drei. Genau, zwei Kisten mit Münzen und eine Kiste mit der Rüstung. So, ein Block lag da drin. In der Truhe. Vielleicht müssen wir ja nur hier oben den Block platzieren. Drücken wir mal kurz. Letztes Mal haben wir hier zuerst einen platziert und das reichte nicht aus. Also machen wir jetzt einfach mal hier oben und... Ah, schön, schön. Das heißt, die untere Steinplatte musste man nur einmal drücken, das reichte. Nur die obere müsste permanent gedrückt bleiben. Das ist doch... Oh. Oder auch nicht. Die untere ist nur für einen weiteren... für einen Block weiter hinten. Na, schade. Hätte ja sein können. So. Da jetzt auch noch ein Block drauf. Und unsere Rüstung, bitte. Jupp. Du kannst weg. Du kannst drauf und du kannst erstmal einen Rucksack. Auch habe ich... Es sind 5%, aber das Ding wiegt ja nur einen Stein. Das heißt, wir können es mitnehmen, falls wir auf irgendwas ganz Hartes treffen, wo wir gar keine Ressourcen mehr haben. Aber irgendwie so wirklich viele Bossgegner sind uns ja noch nicht begegnet. Also aus anderen Rollenspielen ist man sich irgendwie gewöhnt, dass in jedem Dungeon ein Bossgegner ist. Aber hier? Naja, nicht wirklich. So, wo sind wir jetzt gestorben? Wir sind Richtung Eingang gegangen und haben dann den Weg da gefunden. Okay, also nach Süden. Stimmt, genau, die Abkürzung können wir nehmen. Dann sind wir auch schon fast da. Hier rum, da rum. So. Und diesmal muss ich einfach vorsichtiger daran gehen. Und selbst wenn, wir haben diesmal volle Lebenspunkte, das heißt, wir könnten theoretisch da einmal ganz durchstratzen. So. Ah, stimmt, da waren vergiftende Gegner. Das habe ich ganz verdrängt. Ja, definitiv verdrängt und nicht vergessen. Boah, die sind so zäh. Nein, nein, du triffst uns nicht. Ah.
Ich wollte sagen, du triffst uns jetzt nicht nochmal, aber doch, wir waren zu langsam. Stand sie noch eben gerade genau hier? Die können sehr schnell rückwärts laufen. Wenigstens regenerieren die Biester sich nicht. Das wäre auch noch ärgerlich. Gegner, die sie regenerieren, weglaufen. So, unbedingt dran denken, gleich wieder hochzuheilen. Oh, und abzuspeichern. Habe ich schon wieder vergessen unterwegs. Unsere schönen Mana-Tränke. Ich meine, wir haben richtig viel in diesem Dungeon einsammeln können. Und jetzt verbraten wir die alle nur, weil es ein bisschen schlecht läuft. Das ist, ich bin auch versucht, jetzt nach dem Speichern gleich eine Pause zu machen. Aber um eine Pause zu machen, müsst ihr erstmal ein Gegengift schlucken. Und davon haben wir noch 3 auf Reserve. Und nur noch ein so in der Tasche. Und ich weiß nicht, ob da hinten irgendwelche Gegner sich vergiften. Das wäre echt ärgerlich. Also gehen wir jetzt. Also allererst mal speichern wir. So, jetzt gehen wir einfach ganz vorsichtig da lang. Nein. Was sollte das denn jetzt? Also gut, dass wir gespeichert haben. Also ich bin einfach nur hierhin, hab den Knopf gedrückt. Bin ich hier hin? Okay, wie soll das gehen? Ich drücke den Knopf. Sobald ich jetzt nach vorne gehe. Oh, ich muss gar nicht nach vorne gehen. Das könnte ein neuer Dreher sein. Also er dreht nicht direkt, sondern wenn man lang genug auf der Platte stehen bleibt oder diesem Boden hier, wird man automatisch weiter bewegt. Teste ich jetzt mal. Ich laufe jetzt einfach ganz schnell da um die Ecke. Okay, es hat nicht geklappt. Ah, aber wir leben noch. Wenn auch nicht gerade. Sehr. Okay, nächster Test. Wir laufen jetzt wieder zurück. Wir versuchen dann da reinzugehen. Das ist eine Sackgasse. Super. Ah, nee, hier. Da flackert was. Und wir kriegen Schaden. Und überall sind Schlammfrauen. Ja, super. Nicht. Ich hasse Dreher. Ich hasse sie abgrundtief. So, was machen wir jetzt? Also, wir können nicht pausieren. Also, wir können pausieren, aber wir verschwenden dadurch 2 Gegengifte. Einmal eins, damit wir pausieren können, und einmal eins, weil wir bei den 3 Schlammfrauen da hinten garantiert wieder vergiftet werden. Und das würde ich eigentlich recht ungerne. Wir haben recht viele Mana-Tränke übrig, also verbraten wir die wohl oder übel. So, 2, 3. Auch wenn die nicht mehr wirklich viel machen. Mana haben wir jetzt ja richtig viel bekommen inzwischen durch die ganzen permanenten Tränke. So. Das lief doch mal ganz gut. Also, Randa, Schlammfrauen töten und gucken, was hier ist. Hoffentlich hat es überhaupt gelohnt, sonst laden wir einfach neu. Auch wenn ich das... Nee, wir laden nicht neu. Wenn hier nichts ist, dann ist hier halt nichts. Aber ich will wenigstens hier einen erforscht haben. Können die eigentlich durch so eine Mauern durchgehen? Weil jetzt sehen wir ja gar nichts und die können uns trotzdem angreifen. Ah, okay. Jetzt, wo wir unsere Fernkampfwaffen erhöht haben, also den Skill, sollten wir uns auch mal eine Fernkampfwaffe zulegen. Also eventuell zurück zur Burg, da liegt hier noch unser Sack mit den ganzen Waffen. Oder wir haben noch einen Shuriken hier, den können wir mal ausprobieren. Nicht im Nahkampf. Oh,
und sie hat den geschluckt. Also irgendwie habe ich da den Sinn nicht ganz verstanden. Oder das ist buggy. Weil es kann doch nicht sein, dass wenn wir jetzt... Stell dir vor, wir hätten jetzt am Anfang Fernkampfwaffen genommen, also so Spezialisierung. Man findet eine Fernkampfwaffe, wirft die einmal und dann ist sie weg. Das ist irgendwie sinnfrei. Und die liegt hier auch jetzt nirgendwo auf dem Boden rum. Ach ja. Also ja, Fernkampfwaffen sind echt absolut sinnlos. Wir hätten die Punkte da nicht reinpacken sollen. Kann man jetzt sehen, wie viele Punkte das waren? Wir sind kompetent. Alternativ könnten wir in Hiebwaffenpunkte setzen. Aber da haben wir auch noch keine neue Waffe gefunden. Da haben wir immer noch unseren stinknormalen Hammer ganz vom Anfang. Komm, stirb. Ich will jetzt wissen, was hier in dem Dungeon noch ist. Also in dieser letzten Ecke. Wenn es denn wirklich die letzte Ecke ist. Ich habe das ja schon ein, zweimal so gesagt in anderen Dungeons. Ja, nur noch hier ganz kurz, dann sind wir fertig. Oh, da ist ja noch was. Dann, oh, da ist ja noch was. Aber hier sieht es wirklich so aus, als wenn wir jetzt mal wären. Denn, wo wäre denn noch Platz? Nirgends wirklich. Okay. Oh. Was hast du denn zu sagen? Zwei Hände halten eine edle Klinge. Eine voller Eifersucht will das Doppelte. Gewährst du es ihr, gehört dieser Teil dir. Kurz mal abspeichern.